Besonders ans MagSafe gefällt mir das komplette System, dass ich es immer mobil dabei habe. Also ich kann jederzeit, wenn ich jetzt auf dem Schlepper sitze, bei der Kuh war doch gestern was, kann ich dazugreifen, schauen, wie geht es der Kuh jetzt, ist alles in Ordnung, hat sie Temperaturerhöhung oder läuft sie genug, hat sie genug Wasseraufnahme. Und einfach das System an sich selber, und das wird immer weiterentwickelt, finde ich einfach komplett super. Hallo, also ich bin der Stefan, ich komme aus Augsburg, aus Bayern. Und wir haben vor 4 Jahren einen neuen Stall gebaut mit Melkroboter. Wir haben eine Fleckviehherde, haben ca. 80 Kühe mit Nachzucht und Bullenmasch. Wir haben momentan eine Milchleistung von 31 Liter pro Kuh, so ein Jahresschnitt von 9.500. Und die Arbeitsteilung ist bei uns so, also ich mache den Betrieb mit meinem Vater zusammen, komplett Kuhmanagement, und das mache ich alles. Der Vater ist auch noch wegen mit bei Kälber saufen lassen. Schlepper fahren. Also vor MagSafe haben wir Aktivitätserkennung vom Roboter gehabt, und mit der war ich jetzt nicht mehr ganz so zufrieden. Nach 4 Jahren sind die ersten Transponder kaputt gegangen, und nachdem der Transponder 140 Euro kostet, habe ich mich nach einem anderen System umgeschaut, und die Aktivitätserkennung war auch nicht so genau. Also es hat immer, wenn eine gerendert hat, 3 bis 4 andere mit angezeigt. Und seit ich jetzt MagSafe habe, funktioniert eigentlich die Aktivitätsmessung sehr gut. Also es zeigt mir immer nur die Kuh an, was wirklich rindet. Und auch die Besamungserfolge sind besser geworden, weil ich einfach ein genaues Zeitfenster habe, wo ich die Kuh besamen muss. Und durch das Vorbeugende, also durch die Temperaturerhöhung, kann ich schon vorbeugend die Kuh behandeln und habe weniger Antibiotika-Einsatz und eine gesundere Herde. Also die Installation war total einfach, easy. Also das waren, ich glaube, 1,5 Stunden war Berater da von MagSafe. Dann haben wir die 3 Geräte installiert, angeschraubt, angesteckt. Also total problemlos. Und dann bei der Kuh muss man halt die Bolus eingeben, aber das funktioniert eigentlich sehr gut. Also das dauert keine 2 Minuten, dann läuft das System. Funktioniert bei mir ganz gut. Durch das, dass ich einen Roboter habe, muss ich in der Früh erst am Computer mal hinsetzen, und dann kann ich gleich noch MagSafe-Seite aufmachen, was der mal alles anzeigt. Und durch Handy hat man jederzeit immer die Meldungen und alles parat. Gerade wenn man jetzt so wie die letzte Woche viel Feldarbeit hat, dann sagt man das System einfach, du, nach der Kuh muss schauen, wir haben Temperaturerhöhung. Oder Kuh 761 fängt zum Rindern an, und dann habe ich mein genaues Fenster, weiß halt auch, dass ich die Kuh noch besamt. Oder wenn ich Temperaturerhöhung habe, dann beobachte ich die Kuh erstmal, ob die Temperatur nach 2 Stunden wieder runtergeht. Wenn nicht, dann kontrolliere ich es mit dem Roboter, ob sie heute was hat. Und dann zeigt mir dann der MBI, also die Zellzahl, an. Und wenn es da nicht fehlt, dann muss ich mir die Kuh genau anschauen, ob sie jetzt Nachgeburtsverhalten hat oder Klauenprobleme. Und da ist MagSafe eigentlich sehr gut, gerade was Temperatur und so weiter angeht. Also man hat einfach durch die Temperaturmessung frühere Erkennung. Also ich bin 2 Tage früher dran wie mit dem Roboter. Gerade was man bei der Zellzahlen sieht, der Roboter zeigt mir das immer 2 Tage später an wie der Bolus. Und durch das kann ich eigentlich schon mit einem Entzündungshemmer mal vorbeugen. Und dann schaue ich, was passiert. Und wenn es wirklich schlimm ist, müsste ich Antibiotika einsetzen. Aber mein Antibiotika-Einsatz ist seitdem wahrscheinlich nochmal um 30% runtergekommen. Dann das andere ist, durch die Temperaturmessung habe ich auch vorbeugende Klauenprobleme, gerade was Montelaro und sowas angeht. Also das System erkennt Montelaro schon 2 Tage, bevor die Kuh zum Humpeln ankommt oder was, nur durch die Temperaturerhöhung. Und das andere ist dann noch die Fruchtbarkeit. Durch das, dass ich so gezieltes Zeitfenster habe in der Fruchtbarkeit, habe ich meine Besamungsbilanzen, also zuvor war ich immer bei 2,5 Besamungen, für die Trächtigkeit bin ich jetzt bei 1,9 Besamungen.